Meine lieben Geheimagenten, der kastige Koloss heißt euch ganz recht herzlich willkommen, zweite Folge. Was ich schmählich vernachlässigt habe, ist die Lampe. Wir haben uns die Lampe gar nicht angeguckt, liebe Leute. Eine Laterne. Sie macht Licht im Dunkeln. Toll. Das ist in der Tat toll. So, ja, wir sind ja letztes Mal so ein bisschen gestrandet, ne? Hier hängt der gute Budimcic und ja, das ist, hier liegen etliche Scheißehaufen und wir kommen nicht nach rechts, wir kommen nicht nach links. Wir gucken mal ins Inventar. Hier haben wir ein Kaugummi. Klebriges Kaugummi. Klebriges Kaugummi. Eine Feder. Eine Feder. Eine Antenne. Man bedenke all die Möglichkeiten. Wird Guybrush Threepwood jetzt sagen und gut. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, also ein paar Sachen weiß ich noch. Wir müssen jetzt mal ganz kurz, warte mal, ich glaube, eine Feder mit klebrigem Ende. Cool. Und die klebrige Ende machen wir jetzt mal hier. Durch Kombination entstandenes albernes Werkzeug. Aber durch Kombination. Kitzelstab. Kitzelstab. Okay, also, ne? Aber immerhin, Bernd, das kannst du nicht abstreiten. Durch Kombination, ne? Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. So, pass mal auf, ne? Wir haben da oben den Budimcic und da sagte irgendwer, ne, der Baum. Das ist ein Baum. Ein Baum. Der hat einen Traum, dass ein Wachtmeister an ihm hängen möge. So, wenn wir jetzt mal den guten Budimcic ein bisschen abkitzeln hier, ne, dass wir mal gucken, ein bisschen in Bewegung kommt, weil er hängt ein bisschen regungslos rum, ne? Das ist albern. Könnte aber funktionieren. Ja. Kille, kille, kille. Bravo! Chili Schaf! Wie sie fast die gesamte Wucht mit ihrem Kopf abgefangen haben. Respekt. Könnte mir jemand das Band aus dem Mund nehmen? Danke. Bitte. Dann können wir ja jetzt gehen. Nicht bevor wir das Verbrechen gelöst haben. Herr Wachtmeister, was ist hier passiert? Eigentlich ist das ein Polizeigeheimnis. Es kann an dem Sturz auf dem Kopf liegen, aber ich erzähl's mal. Auf diesem Sockel da unten stand bis gestern noch die Statue des erkälteten und skatspielenden Jaks, ein Geschenk unserer Partnerstadt Ulan-Graboink in der äußeren Langolei. Das, wo morgen der große Staatsbesuch des langolischen Präsidenten Djindis Göm ins Haus steht. Ein Punkt auf dem diplomatischen Protokoll ist die feierliche Bewerfung des erkälteten und skatspielenden Jaks mit Kamilleteebeuteln. Und wenn die Statue bis morgen Mittag nicht wieder da ist, fürchtet unser Bürgermeister um die internationalen Beziehungen und den Jack-Joghurt-Handel. Wie kann so eine schwere Statue einfach so unbemerkt aus dem Stadtpark verschwinden? Ich muss Zeugen suchen. Dabei bin ich so müde. Gute Nacht. Berndi, du suchst die Zeugen, ich laufe durch den Park und mach Jack-Grunzlaute, um es anzulocken. Das Jack ist aus Bronze. Gutes Zeugen suchen, Bernd. Ich suche Außerirdische. Ich mache Jack-Grundlaute. Das Jack ist aus Bronze. Ah, mein Clip sitzt irgendwie heute mal wieder scheiße. Was ist das? Ast. Ein Ast. Ein Ast. Den nehmen wir schnell. Ein Ast war vorher an dem Baum. Und daran war ein Polizist. Jetzt nicht mehr. Mist. So, pass mal auf, hat der gute Budimcic noch irgendwas zu verkaufen hier? Das Gesetz schläft nie. Herr Budimcic, jetzt schon. Dann ist er nicht das Gesetz, ganz einfach. So, das will er nicht, hat er ja gesagt. Ne? Wir können jetzt aber, wir können jetzt hier zum Springbrunnen. Gehen wir mal zum Springbrunnen, liebe Leute. So, und wo soll ich hier einen Zeugen finden? Komm, Jack, komm! Chili, Bronze, Bernd hat's auf den Punkt gebracht, was haben wir hier? Bantus, ist eine Statue oder lebt es schon? Vielleicht hat es was Hilfreiches gesehen. Was machen wir mit dem Knaben quatschen? Die Hand hält er schon mal brav auf, ne? Hallo, Herr Stadtpark-Pantomime. Ein Verbrechen. Oder sowas Ähnliches wurde begangen. Haben Sie etwas gesehen? Na,
War ja klar. War ja klar. Er will Kleingeld, bevor er was sagt. Ich hasse Kleinkünstler. Ja, deswegen sind wir Großkünstler, Bernd. Wir nehmen nur die großen Scheine, ne? So, hier gibt's ein schönes Dixie-Klo, ne? Wie auf meinem, in meinem Wildlife-Park, ne? Mal gucken, ob wir da reinkommen. Ich müsste vielleicht gerade so ein bisschen gucken. Ein netter Vertreter mobiler städtischer Sanitäranlagen. Das hat er schön gesagt. Mobiler städtischer Sanitäranlagen. Das ist... Zurück zur Jack-Statue, die nicht mehr da ist. Eine Bank. Wenn ich mich da draufsetze, kommt wieder dieses nervige Schaf und will mich motivieren, den Fall zu lösen. Dann setz dich drauf, ich kann das Gejackgebrülle nicht mehr ertragen. Haben wir ein bisschen eine Springbrunnen, aber hier ist eine Elster. Plätscher, plätscher, da liegt was im Brunnen. Oh, da liegt was im Brunnen. Komm, jack, 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 komm mal sonst so irgendwas. Wir haben ja übrigens auch, das hatte ich vergessen beim letzten Mal, glaube ich, zu erwähnen, haben wir hier eine Hotspot-Taste. Ne? Da wird also alles angezeigt, wenn wir mal gar nicht weiter wissen, ne? Chili, du gehst mir ein bisschen auf den Senkel. Wir gucken uns mal den Mülleimer an. Ob ich mir diesen Mülleimer genauer ansehen will? Nein, sicher nicht. Bernd, ne? Denk dran, die Entwickler können dich zwingen. Das haben wir in der letzten Folge gelernt. Ne? Hier gibt's eine Kinderschaufel. Kinderschaufel. Er wiederholt das, was ich sage. Komm, jack, 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 komm. Eine Kinderschaufel. Eine. Dass sich viele Kleinkinder eins über die Rübe gezogen haben. Vielleicht kann ich sie auch mal gebrauchen. Dass du immer so negative Gedanken hast, Bernd, das verwundert mich. Hier ist so ein schöner Scheißhaufen. Jetzt alles, der ganze Park ist nur einziger riesiger Scheißhaufen. Guck es mal an, überall Tretminen. Das ist ja unglaublich. Komm, jack, 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 komm. Dass es das noch gibt. Ja, das gibt's. Ist da nicht was im Münzschlitz? Also Telefonzellen, ich wüsste nicht, ob... Gibt's bei uns ein Telefonzellen? Ich weiß es gar nicht. Komm. Das wäre zu einfach, oder? Haben wir was zum Prickeln? Hey, es ist so einfach. Cool, Kleingeld. Lieber Wunschbrunnen, ich wünsche mir einen Grund zu fohlen. Dann kann ich das Jack besser anlocken. Schaf, was tust du da? Erstens, das Jack ist aus Bronze. Und zweitens ist das kein Wunschbrunnen. Oh. Jetzt schon! Yippie! Au, au, au. Oh, schade. Das lockt nur Wikinger an. Muss ich halt weiterrufen. Mist. Wie kriege ich jetzt die Münze aus dem Brunnen wieder raus? Komm, jack, jack, jack. Da sind gerade ein paar Wikinger durchs Ding. Grund zu fohlen. Das Grund zu fohlen. Können wir das benutzen? Nein, können wir nur... Okay. Was ist das? Emotion Begeisterung. Applaus, Applaus. Ich bin begeistert. Mit den Emotionen, das habe ich nicht mehr so ganz auf dem Zaum, wie das war. Aber gut, er hat jetzt hier den... Schrecken der christlichen Seefahrt. Skulptur gestiftet von Kapitän A.D. Hans Hassewasser. Hassewasser, Bissewasser. Das ist ja... Gut, also er will Kohle und wir müssen jetzt irgendwie das... Können wir nochmal... Springbrunnen, okay. Na, ja, den hatten wir aber schon. Das ist natürlich genau das, meine Facecam vor dem Inventar. Können wir denn den Ast mit dem Springbrunnen? Das hast du nicht gerade wirklich versucht. Doch, doch, das hast du doch gesehen, dass ich das gemacht habe. Schaufel vielleicht? Geh weg, Schaufel. Hallo? Spieler? Jemand zu Hause? Das ja, kann ja nicht funktionieren. Ja, Bernd ist halt nicht sehr höflich, auch zu mir nicht, ne? Obwohl ich ihn hier so... Hier können wir nochmal greifen, das ist, glaube ich, ein Bug, oder? Oder er ruft einen an. Später vielleicht. Später vielleicht, na gut. Oh Gott, Chili, zum Spiel... Wir gehen mal eine Runde auf den Spielplatz, ne? Spielkind 45, darf jetzt endlich mal auf den Spielplatz. Chili! Komm, komm! Okay. Ich bin mitten in der Nacht verkleidet auf einem Spielplatz. Das ist auf jeden Fall skurril, Bernd. Das stimme ich dir zu. Was haben wir denn hier? Statue. Warum steht eine Statue der griechischen mythologischen Figur Atlas auf einem Kinderspielplatz?
Jedenfalls scheint die Weltkugel etwas lose zu sein. Oha, man bedenke all die Möglichkeiten. Priegel, Alter, pass mal auf. Busch, was machst du hier? Bernd, ich bin gerade den Außerirdischen auf der Spur. Da hinten, eine Landeplattform mit Ausstieg, ohne Treppenstufen. Vielleicht sind sie amöboid und haben Pseudopoden, auf denen sie gleiten. Das ist eine Rutsche, Busch. Ah, hui, da hat sich aber einiges verändert, seit ich als kleiner Busch auf dem Spielplatz war. Moment, ich war nie auf einem Spielplatz. Das erklärt einiges, du Zimmerpflanze. Und ich war nie ein Busch, dafür auf dem Spielplatz. Okay, Sandkasten. Ein Sandkasten, voll mit Sand. Wer hätte das gedacht? Naja, wir haben eine Schaufel, Berndi, ne? Und Sand, das ist das Erste, was mir einfiele, ne? Wir müssen buddeln. Wir brauchen. Wer sucht, der findet. Genau, Sandbogen bauen. Das ist ja so schön. Ja, ja. Ich bin etwas enttäuscht. Das kann doch nicht alles sein. Sag erstmal den Schuh, ein alter Stiefel. Ein alter Stiefel. Riecht schlecht, ist kaputt. Und ich passe nicht rein. Das ist eine schlechte Kombination, ich gestehe das. So, vielleicht können wir noch mal weiter buddeln. Also mit einmal buddeln, die Schatzsucher sind zäh, ne? Treasure Hunting, würde Guybrush Threepwood sagen. Was Kinder nicht alles so vergraben. Ich glaube, das war es jetzt. Okay, wir haben Magnet, cool. Ein traditioneller Hufeisenmagnet. Wo ist Norden? Wo ist Süden? Irgendwo dazwischen. So, pass mal, was haben wir hier? Ah, ein Nest. Ein Vogelnest. Ein Vogelnest. Ein Baum. Atlas, Globus. Können wir auf die Wippe? Ich will sofort wippen. Eine Wippe. Ja, ich will es wippen. In der Bodenverankerung lose. Okay, wir haben jetzt aber auf jeden Fall hier ein Handsymbol. Das heißt, wir können was machen. Das lassen wir mal eine Runde wippen. Auf die Wippe, auf die Libbe. Ich glaube, jetzt steht die Wippe richtig. Warum weiß ich das? Das würde ich aber auch gern wissen. Warum weißt du das? Die Schaukeln aber auch schon. Was ist für ein Spielplatz? Das ist. Diese Schaukel ist schon Opfer des grassierenden Vandalismus geworden. Vandalismus? Der Spielplatz sieht aus wie bei Walking Dead. Können wir vielleicht mal hier so ein bisschen so den anpusten? Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen. Warum hast du es mir nicht vorher gesagt, du kleiner Klugscheißer? Na gut, Stöckchen wird er wohl auch nicht viel bringen. Das hast du nicht gerade. Doch, hallo? Ich hab's versucht, ich gestehe es. Das sind wir Kinderschaukel. Da wird doch jedem schlecht drauf. Ja, ja, hier hängt ein Drache. Ein armer, verirrter Drache. Den hätte ich gerne. Kannst du den nicht nehmen? Drachenschnur. Flieg in die Freiheit, mein Freund. Oh. Flieg, flieg. Ach, das ist schön. Sie werden so schnell fliegen. Was rede ich da? Wir haben ihn befreit. Wir haben ihm die Freiheit geschenkt. Ich will jetzt rutschen. Ich will jetzt sofort rutschen. Wissen wir jetzt hier? Magnetband. Ich muss mal ein bisschen gucken, weil da ist meine Facecam genau vor dem schönen Brotkasten. Hm. So, okay, was machen wir? Was haben wir? Wir haben Seil. Wir können vielleicht einen Magneten, ein Seil. Wusste ich. Ah, okay. Ah, ja, richtig. Jetzt können wir uns eine Angel bauen, wa? Ein nützliches, wenn auch sehr albernes Werkzeug. Ah, Nachtigalle könnte trapsen. Eine Münze ist zwar nicht unbedingt wirklich magnetisch, aber das ist halt Bernd das Brot, ein Adventure. Ne? Und überhaupt, da kommen so viele Faktoren zusammen. Das könnte funktionieren, liebe Leute. Chili? Oh Gott. Ich dachte schon, sie hält die Fresse, aber macht sie nicht. Wo habe ich jetzt die Angel? Da, jetzt hier, Springbrunnen. Komm, Münzi. Nicht ganz, was ich brauche. Aber bestimmt kann ich das irgendwann. Komm. Ein paar rostige Nägel, probieren wir gleich nochmal. Auf ein neues. Ja. Ich würde ja sagen, da geht mir ein Licht auf. Aber in so einem Spiel ist es ja egal, ob es Schrott ist. Steck es ein. Was haben wir? Eine Taschenlampe. Wird diese nicht funktionierende Taschenlampe jemals mehr sein als Ballast? In diesem albernen Spiel sicher. Okay, das... Chili, bitte halt das Maul. Solange wir angeln können. Oder auch nicht. Mist. Warum kann ich meine große Klappe nicht halten? Die Elster hat die Münze geklaut.
Der Erste hat geklaute Münze, das ist gar nichts gut. Komm, Jack, 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 komm. Eine Laterne. Sie macht Licht im Dunkeln. Toll. Komm, komm. Wir folgen mal der Elster auf geheimnisvollen Wegen. Da ist die diebische Elster. Die diebische Elster. Schäm dich, dass du dein eigenes Klischee bist. Wie komme ich jetzt an die Münze? Das ist eine sehr gute Frage. Wie kommen wir jetzt an die Münze? Können wir dir reden? Ein Vogelnest. Ein Vogelnest. Briegel? Briegel, Kollege, wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Du bist ein so schöner Bumblebee-Man. Kannst du da mal hochfliegen und verleihen? Bert, ich bin gerade den Außerirdischen auf der Spur. Da hinten, eine Landeplattform mit Ausstieg, ohne Treppenstufen. Vielleicht sind sie am... Das ist eine... Das hatten wir aber schon. Das erklärt... Du ich würde gerne, bin ich ehrlich, was haben wir jetzt alles gefunden? Moment, Taschenlampe? Nägel? Nagel im Schuh? Das funktioniert so nicht. Ja, ja. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Na gut, okay. Also wie gesagt, es ist halt lange her, dass ich das Ding gespielt habe, liebe Leute. Und ich habe nicht so wirklich Erinnerungen. Und die Feske macht es mir nicht gerade leichter, weil ich muss jetzt da rumgucken. Wir haben eine Taschenlampe. Können wir die eventuell blenden, die Krähe? Das hast du nicht gerade wirklich. Doch, doch, das habe ich, Bernd, das habe ich. Briegel, kannst du das briegeln? Spieler? Jemand zu Hause? Das kommt. Pass mal auf, Briegel briegelt alles normalerweise. Können wir nochmal buddeln? Ich stehe am Rande eines riesigen Sandkraters. Da ist nichts mehr zu holen, außer Sand. Aber wozu sollte ich Sand brauchen? Tja, meine Leute, da ist nichts mehr zu holen, sagt Bernd. Ne? Nimmt mir das Stichwort aus den Fingern. Ne? Folge beendet, die Elster. Ich bin ehrlich, ich weiß noch nicht, wie ich es wuppen soll. Und wir müssen aber mal schauen. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Liebe Leute, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und den Fall werden wir auf jeden Fall knacken. Dessen könnt ihr gewiss sein. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker, ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal, sagt euer Spielkind für 45. Kastiger Koloss.